Jetzt kommen wir zu einer jungen Frau, die mittlerweile steil durch die Decke geht. Mit ihrem ersten Soloprogramm ist sie unterwegs, füllt mittlerweile richtig große Hallen, war auch schon des Häufigeren bei uns zu Gast. Heute ist sie wieder hier, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie Enisa Amani. Herzlich willkommen. Hört ihr mich? ProSieben. Was geht, ProSieben? Mach mal ein bisschen Lärm, Alter. Wir sind bei Raab. Geht's euch gut? Ja. Super. Danke. Ich bin ja jemand, ich hasse Vorurteile. Ich hasse zum Beispiel diese ganze Islam-Hetze, die durch die Medien geht. Überall, auf jeder Zeitschrift hast du immer gelesen, Islam, Islam, in jeder Zeitung, Islam, welche Gefahr ist der Islam? Und findet ihr nicht, es beeinflusst uns alle, egal welcher Religion wir angehören, egal wo wir herkommen, so, wir sind alle davon manipuliert, ja? Ey, wenn ich im Flugzeug sitze und jemand neben mir den Koran auspackt, denke ich, oh nein, jetzt gehen wir alle drauf. Ehrlich, ich frage den so, und, was machst du morgen? So. Checken, ob es einen Morgen gibt für den. Nein, ehrlich, wir haben alle Schiss. Ja? Ich habe so das Gefühl, es gibt ja fast gar nichts, wovor wir mehr Angst haben als vor dem Islam. Ja? Gut, vielleicht Kohlenhydrate. Ja, die werden noch ein bisschen öfter erwähnt, weißt du? So Terroristen ist schon Katastrophe, aber Brot am Abend, Alter, wo denkst du hin? Wohin? Und jetzt diese ganze Flüchtlingsdebatte geht mir auch auf die Nerven. Ich werde ständig gefragt, Frau Amani, Sie als Flüchtlingskind, was ist Ihre Meinung zur Flüchtlingsdebatte? Ich als Flüchtlingskind habe natürlich eine ganz klare Haltung zur Flüchtlingsdebatte. Das Boot ist voll. Nein. Ich bin natürlich der Meinung, wenn Menschen in Not sind, hat man die aufzunehmen, oder nicht? Ja, also danke. Ja, ja, Moment. Außer Rumänen. Ja, von denen gibt es so viele. Und die kommen immer im Rudel und so. Und das sind alles Diebe. Nee, Moment, das waren die Polen. Aber die, nee, Rumänen sind eigentlich super cool. Wen hasse ich nochmal? Bulgaren, genau, Bulgaren. Nee, Quatsch, natürlich habe ich nichts gegen die. Ich finde die super cool. Also die Netten mag ich. Kennt ihr die Leute, die so argumentieren? Gegen die Guten haben wir ja nichts. Gegen die Guten. Ich denke mal, wer bist du, alter Aschenputtel? Also, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Ja? Ich finde das alles so ein bisschen schwierig. Ja? Und ja, ich bin selber Flüchtlingskind und es war eine schwierige Kindheit für mich. Meine Eltern waren Kommunisten und das ist echt schwierig, wenn du auf die Schule kommst und auf deiner Schultüte schon steht, Freiheit für alle politischen Gefangenen im Iran. Ehrlich, und dann sind da diese ganzen süßen deutschen Mädels gewesen, diese ganzen Simones und Sabrinas. Und ich war auch nicht eifersüchtig auf die oder so, ich habe die gehasst. Ja, weil die hatten immer alles so süß ordentlich. Und das ist so ein Vorurteil oder so ein Klischee, was so Deutsche betrifft. Deutsche sind immer so schick, so ordentlich. Alles, was ihr macht, ist so geradlinig. Das ist so toll. Ey, wisst ihr, was Deutsche richtig krass können? Pausenbrote, Alter. Keiner macht Pausenbrote so wie deutsche Mütter. Das ist so grandios. Ja? So jeden Tag eine andere Wurst, ein anderes Brot, jeden Tag anders belegt. So die Ränder abgeschnitten, in zwei Hälften geschnitten, in so einer Tupperbox. Die haben sogar Toast in zwei Hälften geschnitten, Alter. Toast in zwei Hälften. Meine halbe Kindheit habe ich mich gefragt, wo es dreieckiges Toast zu kaufen gibt. Weißt du? Ich immer zu meiner Mama, Mama, können wir mal das Dreieckige kaufen? Oder wenigstens so eine Tupperbox. Wisst ihr, was meine Mama gemacht hat? Die hat so Schokocreme auf türkisches Fladenbrot geschmiert und dann rund eingerollt in Alufolie. Ja, siehst auf dem Schulhof so aus, als hast du einen Döner in der Hand. Weißt du? Ganz toll. Sozialer Tod, weißt du? Kannst mit niemandem tauschen, ja? Und kannst die Scheiße nicht mal wegschmeißen, weil deine Mutter gesagt hat, bitte bring die Folie wieder mit, die können wir morgen nochmal benutzen. Und dann hatte ich diese überstolze persische Mutter, ja, Kommunistin, Feministin, die hat mir auch nie eine Barbie gekauft. Ich habe mir so sehr eine Barbie gewünscht, die hat immer gesagt, nein, von diesen imperialistischen Mattel-Wichsern kaufen wir gar nichts. Ja gut, okay, Mattel-Wichser hat sie nicht gesagt, Mottel-Wichser hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, Mama, können wir uns nicht wenigstens so eine Tupperbox zulegen, statt der Alufolie, so ist vielleicht nicht so eine, vielleicht die Tupperbox. Und sie hat immer alles gerechtfertigt mit, ach komm, ist dasselbe. Meine Mutter rechtfertigt heute noch immer alles mit, ist dasselbe.
Ich sag so, Mama, ich bin heute eine erwachsene Frau. Ich so, Mama, ich habe mir so schwarze Stiefel gekauft. Ich glaube, ich werde sie mir kaufen. Sagt sie, Worte, ich habe genau die gleichen gesehen. Zum halben Preis, ich kaufe sie dir morgen. Kommt sie am nächsten Tag, hat so rote Turnschuhe dabei. Ist dasselbe. Alles rechtfertigt sie mit, ist dasselbe. Mein Papa ist so süß. Mein Papa hat Literatur studiert und hat total den Faible für Sprachen. Und der spricht zwar so mit persischem Akzent, aber er liebt Sprachen und alles, was mit Sprachen zu tun hat. Irgendwann hat er mal rausgekriegt, dass du in Deutschland, wenn du mit einer Behörde telefonierst oder egal, wo du telefonierst und du willst deinen Namen buchstabieren, dass es da für jeden Buchstaben so ein Wort gibt. A wie Anton, B wie Bertha und so. Der fand das total toll. Der hat gesagt, boah, das ist fantastisch und so, ja. Er wollte das ab dann so machen. Das Problem ist, er kennt diese Wörter nicht, ja. Er kennt, er weiß nicht Anton, Bertha und so. Also nimmt er Wörter, die in seinem Universum wichtig sind, ja. Wenn mein Vater unseren Nachnamen Armani buchstabiert, dann ruft er an, sagt, guten Tag, mein Name ist Armani. A wie Atheismus. M wie Marx. Karl Marx. Ich hoffe, Sie sind mit seinen Theorien vertraut. Wenn das zweite A dann wenigstens wieder Atheismus wäre, würde es ja Sinn ergeben. Nein, mein Papa buchstabiert Armani so. A wie Atheismus, M wie Marx, A wie das A in Marx. N wie Nietzsche, das finde ich ganz cool, das habe ich übernommen, N wie Nietzsche. Und I ist bei ihm Immanuel Kant. Das Problem ist, E ist bei ihm Immanuel Kant. So dieses I und E. Und ich weiß bis heute nicht, wie der Typ heißt, Immanuel, Immanuel. Aber meine Mutter hat gesagt, ist dasselbe. Und dann... Dann liebt er deutsche Sprichwörter. Irgendwann hat er mal gesagt, so, meine Tochter ist in Deutschland aufgewachsen, vielleicht sollte ich ihr bestimmte Zusammenhänge so mit deutschen Sprichwörtern erklären. Also kam er manchmal ganz streng in mein Zimmer und hat gesagt, ja, ja, der frühe Vogel weiß, wo der Hase begraben liegt. Alle Wege führen ins Glashaus. Wer A sagt, muss auch in den Apfel beißen. Irgendwie hat es auch immer Sinn ergeben, ja. Der ist auch voll süß, der ruft mich nach den Shows immer an, sagt so, lachen die wieder über mich? Und ich sage immer, nein, Papa, du weißt, Lügen tragen High Heels. Das ist der Süßeste. Ja, meine Mama auch sehr süß, die wünscht mir auch immer sehr viel Glück für die Comedy. Die hat heute angerufen und sagt so, viel Spaß bei Joko Klaus. Ich sage, Mama, ich bin bei Stefan Raab. Sagt sie, ja, ja, ist dasselbe. Dankeschön, danke.